Ja, willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Millennium gegen die Welt. Chess Genius Pro gegen die erlauchte Gegnerschaft des Internets. 2037, da Lippo freut sich schon. Meine Güte, was ist denn los hier? 2037, der Gegner Millennium freut sich mit ihm. Und da passiert aber nichts. Der Gegner, er hat doch keine Lust. Er merkt, er hat die schwarzen Steine schon wieder schwarz. Selbst im Verein versucht er immer die Gegner zu bestechen, dass sie dann doch die weißen Steine nehmen. Ich meine natürlich, dass er die weißen Steine bekommt. Komm, ich gebe dir auch ein Eis aus. Kriege ich da die weißen Steine? Und wenn die Gegner da Nein sagen, dann geht er nach Hause beleidigt. Partie zwar verloren, aber egal. Und hier, Sie sehen schon, es passiert nichts. Und Dalippo muss abbrechen. Und dann 1604, sofort abbrechen hier. Das ist zu wenig für den. Ja, und hier. Da geht's jetzt, wird's interessant. Springer F3, 2315, der erlauchte Gegner. Der Aleppo muss erstmal zaghaft hier rumhampeln. Was ist denn los hier? Totale Verzweiflung ist angesagt. Der Aleppo weiß gar nicht, was er machen soll. Was ist los hier? Gut, dass der Gegner lange gewartet hat. Er hat gedacht, ich spiele gerne Lusche. Deswegen muss er lange über den zweiten Zug überlegen. Und jetzt geht die Partie endlich los hier. Der Aleppo. Schon die Schnauze voll von den Figuren auf dem Brett. Jede Sekunde ist kostbar hier. Jede Sekunde muss genutzt werden, um die Züge des fantastisch spielenden Chess Genius Pro gegen seine Gegner zu zelebrieren hier. Das macht den Lippo sonst zu nervös. Und hier Rochade. Und hier, ja, Sie sehen schon, ultra positionell gespielt. Das kann gar nicht sicher genug gespielt werden. Wahrscheinlich ist das hier solide plus plus plus, auf was da eingestellt ist. Oder eine Mischung zwischen passiv und solide. Und ich lutschte die Bauern weg. Irgendwie habe ich, finde ich, gestern mein Exklusiv-Schachcomputer, der Exklusiv 5, da war wenigstens Spannung angesagt. Da war die Euphorie da. MM5, auch Schalke des Schachs genannt. Da konnte man hinterher mitjubeln, das Brett küssen, Daumen hoch, die Siegerfaust und alles zusammen, weil das alles so spannend war. Der Computer drohte auch einige Male zu verlieren und hat trotzdem gewonnen. Lippo den Tränen nah, hat schon einen Pokal bestellt, auf dem er dann Mephisto Exklusiv 5 drauf eingravieren lässt. Hier am besten noch im Laden gravieren lassen. Was soll ich denn drauf gravieren? Mephisto Exklusiv 5 Online-Meister. Im Geiste sagt dann Lippo schon Vogel, macht das aber trotzdem. Dann stelle ich dann neben dem Mephisto Exklusiv den Pokal für 120 Euro für den Exklusiv 5. Das MM5-Modul aus der Hand von Ed Schröder. Aber es geht ja hier um Chess Genius, der seine Gegner versucht hier, wie Voldemort oder wie diese Todesser, die den in Harry Potter die Seelen rausgelutscht haben. So versucht der Exklusiv Genius Pro den Gegnern den Spielspaß aus den Knochen zu saugen, dass er dann hier einen Bauern gewinnt und dann wird alles weggetauscht hier. Und wie man später sehen wird, selbst die schwächsten Lutschgegner mit 1800 Schlag mich tot, die eigentlich so ein starkes Gerät bodenabwischmäßig Richtung Verlustpartie schieben sollte, die schaffen das immer noch, die Partie so lange zu strecken, weil es kann gar nicht positionell genug gespielt werden. Der, ja, wie hieß dieser, meinetwegen Capablanca des Schachs an seinen fiebrigen Tagen, bei denen er besonders positionell gespielt hat, da mit C8 jetzt ein Fehler wegen Springer E7, Focus, Schachus. Und der Gegner muss lange überlegen. Ich habe doch 2315. Der Gegner nur 1941. Was ist denn los hier? Vielleicht sogar Fidemeister. Er kann es nicht glauben. Was für eine Seite ist das denn hier? Voll Schweiß triefend sein Hemd. Er kann es gar nicht glauben. Was ist denn hier los? Auf der Gastseite als Fidemeister schon am Kämpfen hier. Das kann doch nicht sein. Die anderen Gegner alle so vom Brett gefegt. Er, 30 Sekunden für die ganze Partie. Die Gegner alle auf Zeit verloren. Er hat so gut gespielt. Da war nichts zu machen hier und Läufer F6, der nächste Doppelbau folgt auf dem Fuße. Da Lippo rät den Zug. Nein, er hat ihn nicht geraten, er hat gewartet. Wer weiß, was da kommt. Mit dem Genius, da kannst du nicht so easy peasy die Züge zurücknehmen, gleich wie Beck oder was da für eine Taste ist. Jedenfalls nicht wie beim Exklusiv. Einfach den Zug am Brett zurücknehmen, fertig. Und weiter geht es hier in dieser spannenden Partie hier. Das kann man gar nicht genug erwähnen, dass sie so spannend ist. Springer D3. Möchte auf Gegenspiel spielen, aber 2315, der hätte natürlich mit dem Exklusiv 5, ja, vielleicht den Boden aufgewischt, es sei denn, er ist im Fiebertrauma, dann hätte der Exklusiv 5 wahrscheinlich gewonnen.
Aber deswegen ist er exklusiv 5 auch der Schalke des Schachspiels und nicht der Chess Genius Pro. Der Springer wird angegriffen, keine Ahnung, nur Capito, warum der Computer jetzt so oder Fritz Online jetzt Geräusche gemacht hat, als wäre das der größte Bock des Jahrhunderts gewesen. Und ein Springerschach. Der König zieht nach G7. Er kann es nicht fassen. Möchte am liebsten die Urkunde, wenn man die bekommt, für einen Fidemasa-Titel zerreißen, verbrennen und nie wieder Schachspiel in seinem Leben. Das kann doch nicht wahr sein, eine Online-Plattform. Vielleicht hat er gewettet mit seinen Kumpels, dass er alles gewinnt. Die 20 Partien am Stück gewinne ich alle. Das ist die 20. Partie. Gewettet um 100 Euro. Und leider, der Springer war auch flüssig. Ich kann es nicht glauben. Der Springer war einfach weg hier und hat aufgegeben. Bietet Revanche an, das hat Dalipo aber übersehen. Er will jetzt erstmal die Puppen aufbauen. Dann fällt ihm ein, dass es wohl doch keine gute Idee ist, die Puppen aufzubauen. Weil, doch nicht Puppen aufbauen. Wieso hast du keine Revanche gemacht, Lippo? Das wäre doch die Chance gewesen. Am liebsten würde er jetzt so einen Stromfunken zu mir rüber zwirbeln. Der Lippo dann bis heute Abend 21 Uhr betäubt auf dem Boden hier. Kann es nicht glauben. Der Mephisto auch nicht. Der wollte doch Revanche. Der ärgert sich jetzt. Was für ein Arschloch. Er gibt keine Revanche. Sie sehen schon, besonders lustig kommentiert hier. Weil besonders lustig und spannend werden die Partien nicht werden. Die werden alle ein bisschen positionell werden. Der Lippo möchte am liebsten, möchte der das haben. Ein Schachcomputer nur mit Gambit-Bibliothek, also die Super Power Gambit Bank, so als Schachcomputer, den man natürlich noch theoretisch schlagen kann, und dann 26 Milliarden Eröffnungspositionen, nur Gambits. Dann spielt er die Spitzen Gambits, die kaum ein Mensch je gesehen hat, selbst Magnus Carlsen frischt seine Theoriekenntnisse mit diesem Gerät auf. Ja, und weiter geht es hier: E4 schlägt F5, schlägt E4, 1814 aus Spanien. Er klappert ab und zu die Kastagnetten, um sich zu beruhigen, um noch zu positionellen Spielen in der Lage zu sein. Da wundert sie auch, was für ein lahmes Schach hier. Wieso spiele ich denn auf dieser Online-Plattform in Spanien mit spanischer Musik im Hintergrund? Ich glaube nicht, dass da jetzt die Sonne scheint. Vielleicht doch, man weiß es nicht. Ja, und Dame A4 fesselt diesen Springer. Wartet auf die nächste Falle, aber leider E2 war flüssig. Der Turm auf F1 hat auch schon keine Felder mehr. Springer E1 hat seine Arbeit gut gemacht. Und das wurde dann vervollkommnet mit Dame A4, dass der Läufer auch schön auf E2 reinschlagen kann und der Turm wird erstmal gefressen hier. Der Genius freut sich. Was hast du denn, Lippo? Ich habe das schon 1972. Erfreue ich dein Herz nicht mit spannendem Schach? Nein, sagt der Lippo, das ist mir zu öde. Aber zumindest, wenn die Gegner aus der Theorie abweichen, dann wird er wahrscheinlich, ja, vermutlich besser spielen als der Exklusiv 5, dem Schalke des Schachs und Springer F5. Er möchte gerne den Läufer attackieren, Springer G4 droht auf F2 zu schlagen, wenn er auf E7 mit Schach und dann Dame zurück und dann hätte Läufer E3 noch kommen können. Aber hier wurde der Springer verflüssigt. Das kann doch nicht sein. Der Lippo, zumindest braucht er nur geschmeidig hier New Game drücken und dann nichts anderes mehr. Ja, und dann E4 1843 aus der Türkei. Sizilianisch, die Alapin-Variante ist das, meine ich. Hier Springer C6, aber das kennt der Genius alles noch auf Theorie hier. 5 Minuten übrigens für die ganze Partie, für den Genius. Manchmal gefühlt braucht der Lippo 5 Minuten alleine schon für die Übertragung der Züge. Was man kaum glauben kann. D4, der wird weggetauscht, aber auch das, sie würden es kaum erraten. Immer noch Theorie, 100.000 Öffnungspositionen. Was würde ein Gerät noch können, wenn es 100 Millionen Öffnungspositionen hätte? Man weiß es nicht. Von einem Großrechner vorher ausgerechnet, die Theorie. Indem man quasi den Fidelity Elite hat laufen lassen auf 10 Minuten pro Zug. Und das wurde dann alles als Theorie genommen, was da zusammengespielt hat. Deswegen diese unglaubliche Masse an Partien. Das wird immer weiter verfeinert, diese Theorie. Bis zur endgültigen Datenbank. Man hat einen Weg gefunden, die Datenbank des Schachs zu machen, indem man ganz viele Züge herausfiltern konnte. Das waren quasi Spiegelzüge und so weiter. Und bevor ich noch weiter gute Sachen erzähle, wieder zur Partie hier. Dame B6 und hier, Sie merken schon, wenn die Partien nichts hergeben, dann muss man wenigstens ironisch werden. Ja, wir warten erstmal. Springer F5 möchte wohl auf D4 gerne zugreifen. Ich dachte erst Läufer E3, aber der Genius Pro spielt einfach hier. Läufer F5 schlägt und dann Springer D5 schlägt. Er freut sich. Die nächste Partie, in der der Gegner einen Bauern verflüssigt. Springer D5 schlägt. Ich finde, die Eröffnungsbibliothek des Genius Pro ist auch nicht so immer die spannendste. Ich weiß auch nicht, an wen sich das richten soll, dieses Gerät.
vielleicht an Anfänger, obwohl das glaube ich ja auch wieder weniger, sondern an Vereinsspieler soll sich das errichten, die des lutschigen Positionsschachs mächtig sind, die niemals in den Genuss eines Gambits kommen. Hier B4 greift diesen Springer an, der muss beiseite weichen. Aber der Bauer war schon weg. Eigentlich kann er schon aufgeben, Springer nach E2, da kommt dann eine gute Idee. B3 Schach und Läufer D2 und Läufer B4. Und ich frage mich, warum der Bauer nicht geschlagen werden konnte. Man weiß es nicht. Vermutlich, weil, ja, Baum und B3 Schach, da zieht natürlich einfach der Läufer dazwischen. Alipo, der wartet und wartet, was ist da los? Ja, wischt erstmal so ein Brett hier, als wäre überall Krümmel. Und Läufer D2. Ja, und dann kommt hier als Gegenantwort aus der Türkei in Lichtgeschwindigkeit über die Datenautobahn Läufer B4, über den man sich in Deutschland auch nicht so viel Gedanken machen darf, sonst kriegt man das Kotzen. Wenn man dann schon hört, in den 80ern war eigentlich schon der Plan, Deutschland glasfaserkabelmäßig auszubauen, dass 2015 100% Abdeckung mit Glasfaser ist. Was ist passiert? Da lassen sich gewisse Leute ein bisschen schmieren und fördern das Kupferkabel. Man kann es kaum glauben, das billigere Kupferkabel wird gefördert und heute 13% Glasfaserausbau. Der Rest ist Gerümpel, Kupferfaserkabel hier. Das kann man kaum glauben. Und heute sieht man ja beim Lockdown, sieht man ja, was davon zu halten ist. Das Internet in Deutschland höchstens eine Rolle Toilettenpapier wert. Für 60 Euro für eine 24-Mbit-Leitung oder was das ist. Und in Rumänien, da zahlen die 8 Euro für eine 74-Mbit-Leitung. Das ist eben nicht immer so leicht nachzuvollziehen, was die Entscheidungsträger da entscheiden. Da kriegt man dezent den Kotzreiz, aber geht es ja nun mal weiter hier. Ja, der Lippo, der baut erstmal alle Püppchen auf, die er nicht, vorher nicht ordnungsgemäß hingestellt hat. Er hätte sie eigentlich in Reihe und Glied hinstellen müssen. Und wir warten noch auf den Zug des erlesenen Gegners aus der Türkei. Er kann es nicht glauben und er gibt auf, der Lippo. Würde sich freuen, wenn das nicht zu öde gewesen wäre. Ich glaube, hier war der Lippo kurz mal auf Toilette und hat pausiert. Und weiter geht es. 1700 abgebrochen. Sowas wird nicht angenommen. 1868 widerwillig angenommen. E4. Und wir warten noch ein bisschen. Der Lippo versucht sich hier mit Schüttelbewegungen wachzuhalten. Das ist kaum möglich in diesen Partien. Aber der Gegner, er weiß nicht, wie Schach geht. Das kann doch nicht sein. Abgebrochen hier. Nächste Partie wird hier zelebriert. Da muss man die Partien schon spannend reden. Da werden keine spannenden, interessanten Openings gespielt hier. Da wird nicht mal so was Lustiges wie das Korane-Gambit ausgepackt mit Springer F7 schlägt oder irgend sowas. Die Spielstärke hätte er doch dafür. Einfach auf Vernichtung spielen, die Gegner an die Wand klatschen. Der Lippo, der tanzt hier Samba in der Bude dann, wenn er das sieht. Und hier schottisch, das ist schon das Aggressivste, was hier in diesen Partien an den Start kommen wird. Läufer C5 und Springer B3. Ich weiß nicht, ob das Spielstil solide, ich glaube, das ist bestimmt das Spielstil solide, den die hier genommen haben für dieses Gerät. Und hier Läufer steht F2. Der Gegner kann es nicht aushalten. Er will die Partie spannend gestalten, als hätte er den Lippo gehört. Das muss doch spannend gehen. Immerhin zwei Bauern für die Figur 1750. Er wähnt sich in den Sphären der Schachgroßmeister. Deswegen spielt er dieses Special Gambit. Hat es einen Namen? Schreibt es in die Kommentare. Das Dulle Dum Dum Gambit oder was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Ich finde diesen Zug nicht so gut. Und ja, jetzt kommt Läufer nach D3, attackiert die Dame. Und ich scroll mal ein bisschen weiter runter, wie lange ich noch kommentieren darf. Muss, kann, soll, will. Und hier die Dame ist natürlich attackiert. Sie muss zur Seite ziehen. Es droht Turm E1, die muss von der E-Linie weg flüchten. Auch Dame E6 sieht nicht gesund aus. Ja, aber er überlegt noch 1750 seine Fantasie-Elo. Dame nach D5. Leider kann der Läufer nirgendwohin abziehen. Es ist keine Scharouze da. F6 wäre natürlich nicht so spannend wegen Läuferschach. Ja, vielleicht für den Millennium wäre es spannend. Der würde sich freuen darüber. Und Läufer F4 attackiert C7, Springer F6. Jetzt kommt Springer nach C3. Wird die Dame wieder attackieren? Glaube ich zumindest. Ja, Springer C3 wird hier folgen. Und ich frage mich, wenn ich das so mit den Puppen übertragen hätte, wie lahm das dann gewesen wäre. Ja, wir warten noch ein wenig ab, was hier so kommen wird. Ich frage mich, ob es in der Zukunft wohl ein, so wie den Genius Pro, sowas von The King geben wird. So wie The King Edition. Das könnte ja quasi, ja, so wie bei Mephisto damals, der Mondial, oder so, nehmen wir mal ruhig Super Mondial. Der hat ja auch Drucksensoren. So ist das jetzt bei Millennium quasi der Genius Pro. Ob es davon wohl auch eine The King-Variante geben wird, so wie bei Super Mondial.
Franz Morsch und Ed Schröder und Springer nach D5. Die Partie geht aber weiter hier. Ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll, um die Partie spannend zu reden. Ich dachte jetzt irgendwie, man würde den Springer attackieren, weil der nur F6 oder F4 hat. Aber es kommt Läufer D6. Das Lutschsystem der Varianten wird hier weiter ausgekostet. Nun Turm E8, man kann es gar nicht glauben. Forkus, Springer, erstmal beide Türme. Der Springer, der schmeißt dich lachend auf C7. Ja, und die gegnerischen Türme, die lachen nicht mit. Läufer nach B7, das hat er wohl nicht gesehen hier. Der Spieler aus, was ist das überhaupt? Österreich oder was ist das? Springer A8 schlägt. Vielleicht ist es Arnold Schwarzenegger, der seine Hanteln schon in die Ecke geschmissen hat. Eine Unverschämtheit. Wieso spielen die hier so gut? Und Turm nach E1 geht hier jetzt weiter. Jetzt werden erstmal Puppen getauscht. Das ist doch eine der spannendsten Partien dieses Session hier, wie ich finde. Da kann man nicht spannend reden. Und Läufer nach A6 greift wieder in den Turm an. Und der Turm muss entsetzt feststellen, obwohl er hat ja noch Felder. Also sonst wäre ich ja sagt, Turm D8, Läufer C7, Turm weg, aber dann hat ja noch F8. Aber weiter geht's. Turm B8. Der Turm möchte sich freiwillig verflüssigen. Und der Gegner gibt auf, kann es nicht glauben. Da werden krumm und schief, ja, gebogene Hanteln aufgesammelt, wieder gerade gebogen mit unmenschlicher Kraft. Und jetzt geht es wieder weiter hier. In der nächsten 1995 die Fantastico-Zahl des Gegners E4. Jetzt geht los E5. Ja, und Springer F3. Springer, ich weiß nicht, Springer F6, Russisch, es wird immer spannender. Was ich jetzt schon schade finde, ist, dass man beim Millennium nicht mit einem einfachen Tastendruck die nächste Variante machen kann. Wie beim Exklusiv 5. Wenn er E4, E5, Springer C3 zieht meinetwegen und ich finde, das ist, da habe ich keinen Bock drauf, dann mache ich die Pfeiltaste und dann macht er den nächsten Zug, der ihn als Alternative dasteht. Das geht hier nicht so einfach. Das finde ich ein bisschen schade, sonst hätte man das auch einige Male gemacht, um ein bisschen öde wirkende Varianten ja, zu umschiffen. Und Läufer B4, Schachspringer nach D2. Ja, wir warten noch ein bisschen geschmeidig ab. Die Spannung, sie steigt ins Unermessliche. Was wird folgen? Eine spannende Opfervariante? Nein, natürlich nicht. Und A3, das Positionsschach vorm Herrn hier. Und Läufer nach C5. Ja gut, wenn man ehrlich sein soll, bei den ja, Spielstilen irgendwie Risiko und was da noch so war, da hat man sich wirklich teilweise gefragt, was das überhaupt sein sollte. Aber es geht ja hier um anderes. Ich dachte immer, aktiv wäre der favorisierte Spielstil dieser Geräte. Soll das Spiel doch Spaß machen. Und nun geht es weiter. Vielleicht würde es kleinen Kindern keinen Spaß machen, wenn sie gegen den Millennium spielen würden. Mit 60 Milliarden Eröffnungsposition. Hyperaggressiv. Und die kleinen Kinder würden immer so an die Wand geklatscht werden. Da kämen schon die Special Gambits und nach 10 Zügen schon pleite Totale. Dann spielen die nicht weiter Schach. Der Schachweltmeister aus dem Jahr 2036, den wird es niemals geben in dieser Form, weil er hatte nach dieser Partie keinen Bock mehr weiterzuspielen. Vielleicht gegen den Genius Pro hier hätte er noch Lust gehabt weiterzuspielen und wäre der nächste Weltmeister geworden. Die Schachwelt feiert. Die reisen in die Vergangenheit zurück, um Lippe und Arsch zu treten. Warum habe ich so beschissen kommentiert hier? Und H3. Und es geht weiter. Läufer nach H5. Das ist so fantastisch. Ich kann gar nicht glauben, dass ich so was Herrliches sehen habe. So ein Positionslutscher-Lutschschach. Ja, und jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ja, Lippo, müssen wir ein bisschen runterscrollen. Wie lange darf ich denn noch kommentieren hier? Ah, hier so, ja, so. Es dauert noch ein wenig hier. 18 Minuten sind jetzt schon kommentiert. Es kommt mir vor wie eine Stunde. 1999 hat der Genius Pro aus dem Hause Millennium, Mephisto im Geiste, hier schon zusammengespielt. Ja, übrigens, ich habe letztens so ein Video gesehen mit so einem Schubladenkasten unter bei The King Performance und exklusiv The King war das, hat man es drunter gestellt. Ich finde es ein bisschen schade, dass die, was heißt schade, ich würde es mir ja eh nicht holen, aber ich finde es ein bisschen, ich hätte es ein bisschen schöner gefunden, wenn man das so gemacht hätte, dass die Größe dieses Kastens genau wie das Brett ist und dass man dann quasi oder irgendwie die Möglichkeit hat, diesen Kabel da zu verstecken, mit dem das dann verbunden wird. Da guckt er dann aus dem ganzen Teil raus. Aber das ist ein bisschen so Mephisto ESB, würde ich sagen, im Geiste, weil die Schublade haben die auch zur Seite aufgezogen und da kamen auch die Figuren an in die Schublade. Ist ja kein modulares System und Sie merken schon, ich habe hier nichts, was ich hier kommentieren kann in dieser fantastischen Partie. Der Turm zieht auf die C-Linie. Ja, und nun kommt B6. Sämtliche Taktik und sämtliche Spannung muss aus der Partie herausgezogen werden. Und ja, wie bei den Todessern wird auch schon die
der Lebenswille aus dem Gegner herausgesaugt hier. Der kann gar nichts dagegen machen. Springer F8 möchte gerne nach E6, um weitere geile Felder zu beanspruchen. Ja, der Gegner weiß auch nicht, was er machen soll. Soll ich Remis anbieten? Oder soll ich erstmal nach Hause gehen? Oder keine Ahnung was. Oder soll ich einfach abbrechen und tschüss? Springer E6. Ja, da bedeckt wichtige Felder. F4, D4, C5. Alles Felder, die spitze aussehen. Und ja, wir warten noch ein wenig weiter hier. Da liegt wohl das Kreuz schon mal weiter hier. Wie lange darf ich denn noch kommentieren? Wann kommt denn nicht mal die spannende Actionpartie? Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es da lieber gesehen, wenn er ein paar Spitzen Gambits ausgepackt hätte. Bist noch hier. Auf dem Gaming-Rechner die neueste Fritz-Version. Aber das ist ja hier nicht so. Das sind der Schachcomputer, wie man das so sieht, die es glücklicherweise heute immer noch gibt. Was mich am meisten schadenfroh macht, muss ich ehrlich sagen, da bin ich ja ganz gemein drin, ist die Tatsache, dass Mephisto im ja, Millennium ist ja Mephisto im Geiste, dass Mephisto quasi noch weiterlebt mit Herrn Hegener, Herrn Weiner und Herrn Langen, die das dann weitergeführt haben. Und Seitek ist in die Kiste verschwunden und tschüss und weg und verkauft. Keine Ahnung, was auch immer da gelaufen ist. Auf jeden Fall gibt es Seitek nicht mehr. Und Millennium im Geiste gibt es eigentlich noch, oder Mephisto im Geiste. Das ist die größte Schadenfreude, die ich noch habe in der heutigen Zeit. Weshalb man auch nicht ankommen sollte, nehmt mir das bitte nicht übel, um irgendwie Seitec-Schachcomputer zum Tausch gegen meine wunderschönen Mephistos anzubieten. Das wird dankend abgelehnt. Und hier geht es auf jeden Fall weiter. Und dann am besten noch so ein Franz Morsch ist überall drin mäßig mit einem Franz Morsch-Programm. Da kann ich nichts mit anfangen. Da war er gefühlt in fast sämtlichen Seitec-Schachcomputern drin. Wahrscheinlich hat er am wenigsten Geld genommen dafür, weil er ja in Masse die Dinger, die Engines verkauft hat. Aber weiter geht es hier. Da haben sie sich von den wunderbaren Sprackeln verabschiedet, weil die wohl zu teuer waren. Aber was soll's. Damals PC, da hatten die heiße Scheiß, deswegen die Schachcomputer nicht mal so in. Und heutzutage wieder PC oder die Schachcomputer, heutzutage hat ja eh jeder im PC die Schachcomputer wieder im Kommen. Und wenn man es genau in den E-Mails checken und sowas alles, kann ich auch mit dem Smartphone machen. Also dafür bräuchte ich keinen PC. Und hier wird fleißig weitergetauscht. Der Chess Genius Pro, er weiß, was hier Sache ist. Ich tausche jetzt einfach alles weg, während der Lipo immer nervöser wird. Es ist immer weniger Zeit hier. Die Partie, sie nimmt kein Ende hier. Keine spannenden Action-Partien mit Holter, die Bolter und zack und schon gewonnen. Nein, hier wird positionell rumgelutscht, weil sie Lipo sein Herz hier besonders erfreut hat. Ich muss mal gucken hier an der Taskleiste, an der Leiste hier. Ah, wo ist die Leiste? Ja, ein bisschen ist noch zum Kommentieren hier. Ach, meine Güte, ich muss mir eigentlich einen 7 Espresso oder Espresso reinzwirbeln. Ja, und hier werden erstmal wieder Puppen getauscht. Läufer G4 fand ich sehr gut, den Zug. Ich hätte hier einfach alles weggetauscht, was zu tauschen geht, ob man das dann gewinnen kann. Vielleicht den Springer auch vom Brett holen und dann den Turm an den A-Bauern binden und einfach einen weiteren Freibauern bilden, wenn das denn gegangen wäre. Aber der Lippo, der erzählt immer viel, wenn der Tag lang ist. Und hier A4, der Bauer wird nach vorne gezogen, der Gegner kann es kaum glauben. Endlich eine Schwäche des Gegners. Werde ich diesen Bauern erobern können? Was wird hier noch laufen in dieser spannenden Partie? Wieso tauscht er den nicht weg? Fragt sich Dalipo wahrscheinlich wegen. Kann man da nicht gewinnen? Der Mephisto Genius Pro. Er weiß, was er tut. Und damit die Gegner wissen, was sie tun, ist natürlich auf den Feldern die Koordinaten auf den Feldern selber drauf gemalt, damit man da auch weiß, was da zu machen ist. Und ja, es geht gleich weiter hier. Ja, Springer H1. Ich könnte ja mal aus Spaß mal, obwohl das werde ich wohl lieber nicht machen, die Spaßstufen spielen lassen. Weil wenn die dann anfangen zu verlieren gegen die Welt, dann hat der Lippo keinen Spaß mehr. Dann ist die Spaßstufe entspaßt. Und hier Läufer G4 wieder zurück. Der Gegner weiß nicht, was sie machen. So König E3, die Partie, sie zieht sich wie Gummi. Was ist denn los hier? Der Lippo hat immer mehr Spaß daran, diese Partien zu vollziehen hier. Springer nach F2, König nach G5. Tausch doch, tausch doch. Und hier König nach D2. Die Partie, sie will kein Ende nehmen. Sie sehen schon 2 Minuten 40 nur noch für den Computer. Ich kann es einfach nicht glauben. Was ist denn los hier? Geht das denn überhaupt nie zu Ende? Dieser Tag, er möge nie zu Ende gehen, aber diese Partie doch bitte irgendwann. Herr Lippo wird immer nervöser. C6 und Läufer schlägt C6. Eine wunderbare Möglichkeit, den Turm wieder beweglich zu machen, damit der Bauer durch den Läufer gedeckt ist. Ja, und hier kommt Turm A8. Der Turm möchte wieder mitspielen.
Ja, und irgendwann geht es auch mal weiter hier. Wir wagen gar nicht zu gucken, wie es das hier weitergeht. Turm A2. Ja, und hier Turm F8. Da ist man schon froh, dass ich das nicht live kommentiert habe, weil das wäre das Schweigen im Walde gewesen bei so einem, ja, edlen Exklusiv 5. Den Schalke des Schachs, da kann man schon euphorisch mitkommentieren. Hier wird der nächste Bauer weggelutscht. G3. Er bittet schon. Ja. Für den Marsch in die Kiste, wissen Sie, hier sind die Puppen ja gar nicht erst aufgebaut. Das würde zu viel Zeit kosten. Sehe schon 2 Minuten, 1 nur noch und Turm nach B2, Läufer nach E8. Der Springer würde in, ja, würde hängen, wenn da geschlagen werden würde. Und der Turm zieht wieder nach A2 zurück. Und hier Turm G3 schlägt der nächste. Der Bauer ist pleite hier. Der Gegner hat nur noch wenig Zeit. Ich applaudiere hier erstmal, um ihn zu motivieren. Das motiviert ihn dazu, noch einen Zug zu machen. Und wann macht der Genius Broma seinen Zug? Wir warten, wir warten, wir warten. Läufer nach C6. Es wird übertragen und die Partie ist gewonnen. Endlich ist die Partie mal gewonnen hier. Und eine Partie wird noch folgen. Ah, verdammt, ich kann noch nicht ganz runterscrollen. Ja, und jetzt hier vielleicht. Ja, jetzt sehe ich schon das Ende des Scrollings hier. Das Ende des Videobandes ist schon zu erkennen. Ja, und hier geht es nun weiter. Wieder werden erlesene Gegner eingeladen. Ich komme auf die fantastische Idee. Ich könnte doch auch das Brett drehen gleich hier, wenn er schwarz hat. Dann hat er plötzlich der Gegner keinen Bock. Bricht die Partie ab und da geht in Lipport weiß und kann hier rumhantieren, bis was passiert, bis er wieder weiß hat. Das könnte sogar hier schon sein. Was ist denn los hier? Ja, und hier muss man natürlich erstmal dem Computer mitteilen, er hat das Brett nicht mehr gedreht. Das dreht sich nicht automatisch zurück, wenn man ein New Game macht oder was auch immer. Und hier D6, ja, und hier. Ja, eine spannende sizilianische Partie. Das kann man gar nicht glauben hier. Vor Spannung noch die Gänsehaut. E6. Also, ich würde wohl eher, wenn ich den Genius Pro hätte und meinetwegen den Vancouver 32-Bit, dann würde ich wohl doch eher den Vancouver 32-Bit mitspielen lassen, weil man da viel mehr Spielstufen hat. Da würde ich einfach hier aktiv wählen, Gambit-Bibliothek und würde den darauf spielen lassen, damit mehr Spielspaß entstehen als ja, Eröffnungsbibliothek. Was soll das eigentlich sein? Turnierbibliothek und Spielstil solide. Solide ist aber auch langweilig. Und dann geht es auch schon weiter hier. Läufer nach F6 und es wird wegrochiert. Ja, und Dalipo, er genießt seinen Kakao aus der holländischen, ja, PET-Maschine, die zumindest biologisch abbaubar sind, nicht wie diese Plastikkapseln, die man biologisch gar nicht abbauen kann. Da werden Millionen von diesen Kapseln hergestellt, ohne dass man weiß, wohin mit dem ganzen Müll. Aber das spielt in der kapitalistischen Gesellschaft wohl keine Rolle. Die Frage, wohin mit dem Müll oder was ist mit der Umwelt, spielt gar keine Rolle. Die Rolle spielt nur, wie hoch ist der Gewinn? Das ist das Einzige, was zählt. Und weiter geht es hier mit dieser Partie, während Lippo, der gefühlt vermutlich gerade den Grünen beitreten möchte, bis er die Grünen Politiker dann sieht, hat er auch keinen Bock mehr darauf. Und weiter geht es hier, ja, Turm D1, der Bauer D6 wird aufs Korn genommen. Der nächste Bauer muss ultrapositionell technisch hier weggelutscht werden. 1805 der Gegner. Statt er den einfach mit Special Gambits hier vom Brett fegt, mit taktisch Fantastico-Varianten, wird hier das Oma-Lutsche-Schach vom Besten präsentiert, was ich einfach nicht fassen kann. Es ist ja ein schönes Gerät mit den wunderbaren Spielspaßstufen, die das Gerät wirklich sehr, sehr, sehr stark erweitern. Vielleicht sogar ein Must-Have, diese Spielspaßstufen. Ansonsten würde er sehr viel an Wert verlieren. Aber seien wir mal ehrlich, aktiv wäre doch als Spielstil drin gewesen. Das ist gefühlt hier alles solide und dann diese vielen positionellen Varianten mit G3 und sowas. Ja gut, wenn man im Verein spielt, in der Mannschaft. Und hat das als Spielstil, ist das natürlich fantastisch hier. Da kann man wunderbar einfach ja, gucken, was spielt der Millennium of Theorie. Ich habe ja selber auch viel G3-Varianten gespielt, selbst gegen Karo Kann und solche Sachen. Habe ich eher so positionelle Sachen gewählt als Gambits. Wenn ich ein Gambit spiele, habe ich einen Bauern weniger, so nach dem Motto. Und Springer B3 schlägt. Und CB3 schlägt, zu meiner Verwunderung. Keine Ahnung warum. Vielleicht für die Ziellinie, das könnte ja sein. Und jetzt wird hier positionell weitergelutscht. Der Gegner nimmt nicht den Bauern, wie der Lippo gedacht hatte. Ja, und wir warten noch ein bisschen ab hier, bis uns schwindelig wird vor Schwindelwahn. Und irgendwann wird der Zug dann wieder kommen. Springer schlägt C8. Er hat doch einen Bauern mehr, dann kann er doch alles tauschen for the win. Und Turm A schlägt C8.
Und trotz aller Ironie und Beklagens, was ich hier an den Tag lege, es ist trotzdem ein schöner Schachcomputer, nur eben gegen die Welt. Da will ich spannende Action sehen. Ich will, da müsste draufstehen, Action Schach. Und dann will ich auch hier Action Schach sehen. Und weiter geht es hier mit Turm C8 schlägt. Ist natürlich auch blöd, wenn ein Schachcomputer dann ein Gambit spielt, kommt aus der Theorie und weiß gar nicht, wie er das weiterspielen soll und hat quasi einfach nur einen Bauern weniger. Da fehlt komplett dann der Zug zum König. Da ist es vielleicht besser, wenn er so spielt. Wenn man auf positionelles, hyperpositionelles Schach spielt, steht hier, dann ist das natürlich fantastisch. Und Läufer F4 pinnt diesen Springer erstmal ja, an der Dame und hier hat Fritz Online wieder Geräusche gemacht, die den Lippo gezeigt haben. Das war nicht gut gespielt. Und der Lippo hat sie nur gefragt, was war hier nicht gut gespielt? Keine Ahnung. No capito. Springer D3. Vielleicht wäre auch Dame D3 schlägt gegangen, überlege ich gerade. Weil nach, wenn er die Dame nimmt, dann hängt er da auf B8 für Nüsse. Aber wahrscheinlich hat der Lippo hier wieder irgendwas gesehen, was zu sehen war. Aber er hat es nicht gesehen. Und Turm D1. Und Sie sehen schon, es zieht sich wieder wie Gummi. 1805 hat der Gegner als Saal. Und die Partie zieht sich so, als hätte der Gegner 2500 als Elo. Und würde fantastisches Schach zelebrieren. Da wird kein bisschen mit dem Holzhammer auf den Tisch drauf gedroschen. Ich bin besser. Zack, zack, zack. Da wird er einfach ultrapositionell gespielt. Ja, und was soll man da noch zu sagen? König F8, dann lässt nur die Züge sagen. König E8 und dann kommt hier, wir werden warten. Turm C7, wann der König ranzieht, hängt der F-Bauer. Wenn der Turm zieht, hängt der B-Bauer. Die nächsten Bauern müssen dem Gegner aus dem Brett herausgelutscht werden, was die Spannung noch umso mehr erhöht. Ja, und Springer nach E7 und Sie sehen schon, der Lippo ist verzweifelt. Was ist denn los hier? Er macht es schon ohne Figuren, um noch schneller übertragen zu können. Was hätte das denn mit Puppen gegeben? Der Lippo hat wahrscheinlich die Puppen durch die Gegend geschmissen, wäre verzweifelt am Brett herumgetorkelt. Das kann doch alles nicht sein. A6 und es dauert immer noch so lange. Das kann alles doch nicht wahr sein. Springer nach D4 und die Partie zieht sich ohne Ende. Der Mephisto hat seinen Bauern mehr. Das freut ihn wunderbar. Und hier Springer C6 Schach. Der Lippo hat schon gedacht, der Gegner tauscht den sowieso. Kann dann die Züge nicht so richtig zurücknehmen, was ihn an den Rande der Verzweiflung bringt. Dann spielt er einfach selber weiter. Und hier wollte der Lippo zurücknehmen. Ich habe fest mit dem Tausch gerechnet. Ja, weil das ja einfach die Bauern einstellt. Wegen Springer B8 und C4 schlägt und Springer A6 schlägt. Was macht der Gegner so einen Bockmisszug? Mit dem kann doch kein Mensch rechnen. Lippo muss alleine weiterspielen. Und das ist auch relativ einfach hier, weil der Gegner, der tauscht hier noch wunderbar oder lässt doch zu, dass noch mehr getauscht wird. Ja, man wartet noch. Sprönig D3 hier und König C4. Das ist immer, wenn man so kalt erwischt wird und plötzlich selber weiterspielen, dann ist das Drama groß. Und weiter geht es hier. Ja, irgendwann wird mal was folgen hier. Oder wer ist am Zug? No capito. Jetzt Springer Schach und dann Springer E5 schlägt. Ich lutsche auf selbstverständlichen Zügen wesentlich 100 Jahre lang rum. Und jetzt hat der Gegner aufgegeben. Das Drama hat ein Ende. Spannung geht anders. Da ist schon besser, dem Schalke des Schachs zuzusehen. Manchmal spielt er nicht so gut, aber es ist immer spannend, dramatisch und spitzenmäßig fantastisch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.